Georgia O'Keeffe ist die Ikone der amerikanischen Malerei des 20. Jahrhunderts. Auf dem Höhepunkt ihres Ruhms verlässt sie New York und siedelt sich auf altem Indianerland im Nordwesten von Santa Fe an. Unerschrocken verfolgt die in ihrem Künstlerleben alle Konventionen sprengende Malerin ihren Weg und findet hier ihren Ort. Ihr selbstbestimmtes, freizügiges Leben machte die schöne, spröde Künstlerin zur Legende. Bis ins hohe Alter lebte sie ihren Traum in einer rauen Welt, die heute nach ihr benannt ist. Das O'Keeffe Country. You can't witness the courage that she demonstrates. Welchen Mut hat sie gezeigt, als sie 1929 nach New Mexico kam? Hier galt kein Recht und es gab keinen Komfort. Dafür war der Wilde Westen voller Klapperschlangen und Gefahren. Wenn man sich ein Bein brach, konnte es 2 Tage dauern, bis der Doktor kam. Das hat Georgia O'Keeffe aber überhaupt nicht eingeschüchtert. Ich fürchte mich vor Klapperschlangen, aber ich habe mich durch sie nie aufhalten lassen. Kein einziges Mal. O'Keeffe fand einen eigenen Platz für die Schlangen und machte sie auf ihre Weise zu Hausgefährten. Am Rande eines ehemaligen Indianerpueblo baut sie Ende der 40er Jahre eine 200 Jahre alte Hacienda in ein großzügiges Wohn- und Atelierhaus um. Ich glaube, sie war sehr selbstsicher und wusste, dass sie immer das bekam, wofür sie sich einsetzte. Und sie hatte sich einen Ort für sich allein gewünscht. Diesen ganz besonderen und eigenen Ort findet sie in Abiquiú, 100 Kilometer entfernt von Santa Fe, im Norden von New Mexico. Die Sommer verbringt sie in einem anderen, noch einsamer gelegenen Haus. Was sie hier sieht, hat sie in ihren Bildern wiedergegeben. Ihre Motive findet O'Keeffe direkt auf dem Gelände der Ghost Ranch. Als ich nach New Mexico kam, war mir sofort klar, dass dies mein Land war. Niemals zuvor hatte ich Ähnliches gesehen. Hier ist alles anders. Der Himmel, die Sterne, der Wind. Aber ich sollte nicht zu viel darüber erzählen, denn ich möchte nicht, dass sich auch andere dafür interessieren. Eifersüchtig hütet O'Keeffe die kostbare Abgeschiedenheit und malt ihre dramatische Nachbarschaft. Ein ausgetrockneter Wasserfall und ein wildes Kliff werden in kühne Bildausschnitte gestellt. Meine Welt ist sehr anders. Sie ist sehr kahl, sehr leer. Sie erstreckt sich über die ganze Welt. Ein roter Hügel berührt nicht jedes Herz so wie meines. Rote Hügel, offenbar aus der gleichen Erde, mit der man Öl vermischt, um Farbe zu gewinnen. Hier draußen sieht man alle Erdfarben der Palette eines Malers. O'Keeffe's central message about her art may in fact be those two very simple words: look carefully.
Die zentrale Botschaft zu O'Keeffes Kunst lässt sich vielleicht in wenige, sehr einfache Worte fassen. Schau genau hin. Sie hat so realistische Motive wie Landschaften und Knochen gewählt, weil der Betrachter sie wiedererkennt. O'Keeffe lädt ihn ein, näher zu kommen. Was siehst du in deiner Welt? Und schau, was ich in meiner Welt sehe. Vielleicht haben wir Gemeinsamkeiten. Auf dem Gelände der Ghost Ranch entdeckt die Künstlerin 1937 eine vertrocknete Zeder. Gewagt setzt sie den toten Baum in extremer Nahsicht gegen die entfernten feuerroten Hügel ab. Die Künstlerin interessiert sich mehr für die bizarre Form der dürren Zeder als für die dramatische Kulisse der Wüstenberge. O'Keeffes liebster Aussichtspunkt ist das Dach ihres Hauses. Hier ist sie sicher vor Schlangen und hier verbringt sie gerne im Freien bisweilen auch ihre Nächte. Als sie älter wurde, konnte sie nicht mehr so weit laufen wie früher. Aber sie war immer ungewöhnlich gesund. Eine geübte Wanderin, mit der man kaum mithalten konnte. Im Innenhof ihres Sommerhauses, einem schönen Beispiel traditioneller Indianerbauweise. Bei der Gestaltung der Innenarchitektur war die Malerin jedoch äußerst modern. Ich brachte die ausgeblichenen Knochen als Symbole für die Wüste nach Hause. Für mich sind sie seltsamerweise lebendiger als die Tiere, die herumlaufen. Diese Knochen scheinen genau zum Zentrum dessen vorzustoßen, was in der Wüste lebendig ist. Auch wenn sie keine Gnade kennt in all ihrer Schönheit. ‚1931 will O'Keeffe ein bewusst amerikanisches Bild malen. Kuhschädel rot, weiß und blau hängt heute im New Yorker Metropolitan Museum und gehört zu ihren berühmtesten Werken. Wir kennen sie jetzt als eine sehr mutige Künstlerin. Durch harte Arbeit und mit der absoluten Verpflichtung gegenüber ihrem Werk hat sie es geschafft, den amerikanischen Traum von echter Selbstverwirklichung zu leben. Als ich begann, Beckenknochen zu malen, interessierten mich am meisten die Öffnungen in den Knochen, also was ich sah, wenn ich durch sie durchblickte. Mich interessierte besonders das Blau, das sichtbar wurde, wenn ich die Knochen in die Sonne gegen den Himmel hielt, wozu man neigt, wenn man in seiner Welt mehr Himmel als Erde zu haben scheint. Im Hintergrund hat sie Farbe aufgetragen, die sie später mit einem Spachtel völlig glatt zog. Erst dann hat sie über dieser hellen Oberfläche den Himmel aufgemalt und darin den Hüftknochen.
Als letzten Effekt versah sie die Knochen mit Schatten, die fast bernsteinfarben wirken. Dieser Auftrag bringt Abstraktion in die Komposition. Farbe benutzt sie als plastisches Mittel, um ein eigentlich realistisches Motiv abstrakter wirken zu lassen. Use the plastic media of paint to make a realistic subject more abstract. O'Keefe wird 1887 auf einer Milchfarm in Wisconsin in eine Familie mit 7 Kindern geboren. Aus der kleinen Zeichenlehrerin der amerikanischen Provinz wird die berühmteste Malerin des Landes. Der Meisterfotograf und Avantgarde-Galerist Alfred Stieglitz entdeckt sie. Er wird ihr Mentor, Geliebter und später Ehemann. Sie wird seine Künstlerin und posiert als selbstbewusstes Modell auch auf vielen seiner Fotos. In wechselnden Wohnungen leben die beiden Midtown Manhattan. O'Keefe ist begeistert von den neuen Wolkenkratzern und wagt sich mit ihren Stadtansichten in eine männliche Domäne. Ihr neuer Blick auf die Skyscraper der schnell wachsenden Metropole ist geschult an Kameraperspektiven, die Fotografen verwenden. Ihre modernistische Vision riskiert optische Verzerrungen, Dimensionssprünge, dramatisch stürzende Linien, Raumschluchten. Aber zu ihrem architektonischen Lieblingsmotiv wird Ende der 20er Jahre eine kleine Missionskirche aus dem 18. Jahrhundert. O'Keefe malt das wie eine Skulptur wirkende Gotteshaus im Norden von New Mexico immer wieder. Die Kirche von Ranchos de Taos ist das schönste Gebäude, das die Spanier in New Mexico hinterlassen haben. Sie sehen hier eine Architektur, die es nirgendwo sonst in Amerika gibt. Ein sehr zentral ausgerichtetes Gebäude mit runden Ecken und krummen Linien. Menschen aus aller Welt kommen, um es zu sehen. So structurally it is unique in the sense where people come from all over the world. George O'Keefe heard about it. Auch Georgia O'Keefe hörte von ihr, kam nach Taos und bewunderte vor allem die Rückseite mit ihren nach außen schwingenden Stützpfeilern. Sie musste sie sofort malen. Und heute kennen die meisten Menschen die San Francisco Church durch die Kunstwerke von Georgia O'Keefe. Most people got to know the Church San Francisco through George O'Keefe's artwork. Ein anderes markantes Gebäude im typischen Lehmziegelstil der Indianer liegt wenige Meilen nördlich. Die exzentrische Mabel Dodge Lewin hatte sich hier in den 20er Jahren mit einer illustren Künstlergemeinschaft umgeben. Auf ihrer ersten Reise nach New Mexico bezieht Georgia O'Keefe im Torhaus ein kleines Atelier. Fortan verbringt sie regelmäßig Sommer und Herbst in New Mexico. Von hier aus zog sie nach Abiquiú und entdeckte die Ghost Ranch. Auf diesem Terrain sah sie die Steinklippen und die Farben der Wüste. Sie musste sie einfach malen und saugte die Natur förmlich in sich auf. Während in Hollywood-Western Tierschädel immer Gefahr und Tod signalisieren,
empfindet O'Keefe das anders. So etwas wie Blumen waren in diesem Land nirgends zu sehen. Da gab es nur weiße, ausgetrocknete Knochen. Also sammelte ich die. In ihrem Atelier auf der Ghost Ranch finden sich neben vielen Trophäen aus der Wüste auch ihre Arbeitsmaterialien. Aus Paris und Dresden kommt ihr Werkzeug. Sie benutzt fast ausschließlich teure Produkte. Allerdings stellt sie einige Kreiden auch selbst her. Sie tragen noch die Spuren ihrer Hand. Orange, red, green, yellow, pink. She loved color. Sie liebte Farben und ihr Werk lebt davon. Well, it tells you, especially in the tubes that are used, that she used those colors, but it also tells you. Die Tuben verraten, welche Farben sie benutzte, aber sie zeigen auch, welche sie nicht mochte. Ihre Palette wird sichtbar. Have very little paint left in them, so you can tell the palette that she depended on. Und sie füllte ihren Malkasten immer nur mit Farben, auf die sie sich verlassen konnte. Ihre Vorlieben sind schnell auszumachen. Diese Farbproben auf den Leinwandmustern hat sie selbst hergestellt. Auf ihrer Rückseite ist die Mischung vermerkt, damit sie immer wusste, welche Zusammensetzung sie verwendet hatte. So she could remember what color she had used to make that color chip. Barbara Buller-Lyons leitet in Santa Fe das Georgia O'Keeffe Forschungszentrum, ein Schatzhaus für Enthusiasten. Es ist Teil des benachbarten Georgia O'Keeffe Museums, das seit seiner Eröffnung 1997 zu einem wahren Pilgerort geworden ist. In seinen reichen Beständen finden sich auch exquisite Beispiele von Blumenbildern, einem Markenzeichen der Künstlerin. Das große Stechapfelbild gehört zu den wenigen Originalen, die sich in europäischem Privatbesitz befinden. Wenn wir mit einem Seitenlicht auf die verschiedenen Weiß- und Grüntöne in diesem Werk schauen, so sehen sie völlig matt aus, wie gepudert. Wenn wir jedoch die Lampe in die Stempel richten, können wir die Spuren des Gewebes erkennen. We'll see the brushwork. We'll see her using the brush to diffuse the light and bring this part. Sie hat den Pinsel benutzt, um das Licht zu verteilen. Mit diesem Farbauftrag hat sie die scharfen Ecken der Formen modelliert. This raised ridge of bright green at the edge of the brown is very typical. Sehr typisch für ihre Arbeit sind die hellgrünen Umrahmungen der Brauntöne. Sie hat eine spezielle Technik mit dem Trockenpinsel angewendet. Das ist wirklich erstaunlich. Ich habe noch niemals zuvor in ihrem Werk eine solche Qualität gesehen. Never seen that quality in the work before. Klatschmohn, Calla, Iris, Petunien. O'Keeffes Blumenbilder sind millionenfach medial verwertet. Plakate und Kalenderblätter werden weltweit vertrieben. Die Reproduktionen kennen viele, doch ein Original außerhalb Amerikas haben nur wenige gesehen.
Die Menschen möchten sich an etwas von Georgia O'Keeffe erinnern. Deshalb kaufen sie Postkarten und Poster. Viele meiner Freunde erzählen mir, dass sie in den Schlafräumen im College ihre Plakate an den Wänden hängen hatten. Schon früh wurde sie zu einer Ikone, die die Menschen wiedererkannten wegen ihrer reproduzierten Bilder. Aber nichts ersetzt die Begegnung mit dem Original in einem Museum. Erst wenn man persönlich vor einem originalen Werk steht, ist es möglich, eine wirkliche Beziehung zu entwickeln. Im O'Keeffe Museum von Santa Fe kann man auch frühe Aquarelle der jungen Künstlerin bestaunen. Selbst Porträts als Aktstudien. Überraschend streng und abstrakt die Arbeit Schwarze Linien von 1916. Alfred Stieglitz zeigt in seiner New Yorker Galerie alljährlich eine Ausstellung mit neuen O'Keeffe-Gemälden. 23 Jahre älter als sein Modell, fotografiert er sie freimütig in allen Posen. Diese Fotos sorgen bei ihrer ersten Ausstellung für einen großen Skandal. Bis zu Stieglitz' Tod 1946 blieben die beiden New Yorks berühmtestes Künstlerpaar, auch wenn O'Keeffe sich immer mehr nach New Mexico orientierte. In den 20er Jahren hatte Stieglitz das erste öffentliche Image von ihr geschaffen, und das war hochgradig sexualisiert. Oft fotografierte er sie nackt vor ihren eigenen Bildern. Er schuf damit eine Vorstellung von ihr als sinnliches und sexuelles Wesen. Und natürlich wurde diese Sicht sofort übertragen auf ihr Werk. Ihr Bild Feuerkolben scheint ein dunkles Geheimnis in sich zu tragen. Auch Jack in the Pulpit zeigt unverhohlen die Erotik der Natur. Geschlossene und offene Muschelschalen von 1929. Diese Clamshells, die haben eine unglaubliche Intensität. Eine unglaubliche Intensität in der Vergrößerung eben dieses, was sie aus der Makrofotografie oder überhaupt dieses Close-up, was sie aus der Fotografie, wie viele andere kleine so technische Dinge übernommen hatte in die Malerei. Diese Muscheln sind in ihren Formen zeitlos erotisch. Aber wenn man genau hinschaut, sind Muscheln ja auch etwas ungeheuer Erotisches. Waren ja schon im barocken Stillleben immer Symbole für erotische Konnotationen. Sie sagt, nein, das sind jetzt ganz konkrete Dinge. Ja, das mag sie sagen, aber die Bilder sind die Bilder. Und diese Bilder haben natürlich eine höchst erotisch aufgeladene Stimmung, weil es sich eben ja auch um sehr erotische Gegenstände handelt. Muscheln finden sich immer wieder auch in O'Keeffes Sammlungen. Barbara Buller-Lyons hat einige von ihnen in den originalen Arrangements archiviert. Sie hat es gehasst, als weiblicher Künstler bezeichnet zu werden. Sie fühlte, dass sie das in eine zweite Reihe zurückstellen würde. Das war eine zweitklassige Taxierung. Und sie wollte in einem universalen Sinn als Künstler und nicht als Frauenkünstlerin eingeschätzt werden.
Das ist es, was im größeren Kontext an O'Keefe so bewundernswert ist, ihr Pioniergeist, in den Westen zu gehen ohne jede Erfolgsgarantie, vielleicht dabei zu scheitern oder völlig in der Wüste zu verschwinden. Sie aber war erfolgreich und wurde zur Kultfigur. Nach dem Tod ihres Mannes Alfred Stieglitz arbeitet O'Keefe an einem neuen Selbstbild. Viele berühmte Fotografen lädt sie in ihr Haus nach Abbey Kew ein. Sie wird zu einer der meist fotografierten Persönlichkeiten unter den amerikanischen Künstlern. Sie stilisiert sich als strenge Eremitin in der Wüste, umgeben von exotischen Accessoires. Dabei hat sie ihren Alltag perfekt organisiert und ist umgeben von treuen Helfern. Bis heute, mehr als 25 Jahre nach ihrem Tod, arbeiten auf ihrem Anwesen Mitglieder der Familie, die sich auch in ihrem letzten Lebensjahrzehnt um sie kümmerte. Ich war ein Junge und 15 Jahre alt, als ich hier anfing. Mein Großvater war ihr Gärtner, meine Mutter Köchin und Haushälterin. Meine Brüder Joseph und Margarito arbeiten hier, ebenso wie meine Schwester Agapita. Alle aus einer Familie. Wir versorgten sie mit dem, was sie brauchte. Sie liebte Beständigkeit und die lieferten wir ihr. Wir sind hier in Miss O'Keefe's Studio. Sie liebte es, Steine und Knochen zu sammeln. Ein Großteil ihrer Sammlung ist hier in Abbey Kew. Auf der Fensterbank platzierte sie Geschenke von Freunden, die wussten, wie sehr sie Knochen und Steine mochte. Die Schlichtheit des schmalen Einzelbetts, die wenigen puristischen Möbelstücke und geordneten Arbeitsutensilien. Einen Raum auf schöne Weise füllen, ist ihr Credo. Ich sehe sie hier in ihrem Studio und spüre immer noch ihren Geist. In einer ganzen Serie von Bildern malte sie den Innenhof ihres Hauses. Oft spricht sie über die schwarze Tür im Patio. Ich versuche immer, diese Tür zu malen. Ich schaffe es nie ganz. Diese Tür ist das, was mich dazu gebracht hat, dieses Haus zu kaufen. Ich habe 10 Jahre lang gewartet, um es zu kaufen. Wegen dieser Tür. Diese kleinen Quadrate in den Türbildern sind Fliesen vor der Tür. Sie sind wirklich da, also sieht man, dass das Bild nicht abstrakt ist. Es ist ziemlich realistisch. Ich bin immer über die Wand geklettert, nur um diese eine Tür zu sehen. Wir sind hier in ihrem berühmten Patio mit der berühmten schwarzen Tür. Als sie das Haus kaufte, waren 2 Dinge für sie wichtig. Der Brunnen und eben die schwarze Tür. Und vielleicht auch noch der Garten. Eine für damalige Verhältnisse sehr moderne Stereoanlage. Ein Telefonanschluss mit Geheimnummern. Und neben ihrem Stuhl der Spazierstock.
Im Sommer trug sie gerne ihr weißes Wickelkleid und im Winter das schwarze. Wenn sie in die Stadt fuhr, zog sie ihre Kostüme an. Sie kleidete sich bequem und war eine sehr praktische Frau. She was a very practical woman. Die weiße Baumwolljacke, bequeme Leinenschuhe, der Malerkittel. Und zum Ausgehen das maßgeschneiderte schwarze Herrenjackett. Das O'Keeffe Forschungscenter bewahrt ihre eigenwillige Garderobe liebevoll auf. In O'Keeffes Wahlheimat Abiquiu leben heute nur ein paar hundert Einwohner. Als Georgia O'Keeffe hier Ende der 40er Jahre ankommt, ist sie eine der wenigen Angloamerikanerinnen. Die Dorfbewohner wussten, dass sie zurückgezogen leben wollte. Sie bewunderten sie und respektierten sie so sehr, dass sie sie auch in Ruhe ließen. Sie sorgte dafür, dass wir in Abiquiu das Fernsehen, vor allem die Bildungsprogramme, empfangen konnten. In der Gemeinde wirkte sie sehr großzügig, unterstützte die Schulen und machte sich dafür stark, dass die Kinder in einem Baseball- oder Basketballteam spielen konnten. Sie spendete auch für die Kirche. Ich habe diese Gegenstände gemalt, um auszudrücken, was mir die Weite und die Wunder der Welt, in der ich lebe, bedeuten. Seit Ende der 20er Jahre ist O'Keeffe finanziell unabhängig, eine reiche Malerin, die sich auch zwei große Häuser in New Mexico leisten kann. 1949 gibt sie endgültig ihr New Yorker Domizil auf und lebt ausschließlich in der Hochebene über dem Chama River. Auch der Fluss wird zu ihrem Motiv. Sie liebt die Perspektive der radikalen Aufsicht. Ihre Bilder scheinen zu schweben zwischen realem Vorbild und farbenstarker Abstraktion. Auf ihren täglichen Spaziergängen rund um ihr Abiquiu-Haus findet die Künstlerin Malvorlagen, die sie immer wieder festhält. Dazu gehört ein Blick aus ihrem Fenster auf eine Gruppe von Pappeln. Ihre Winterbäume entstehen zu Beginn der 50er Jahre. Am liebsten kahl, vielleicht auch vertrocknet, Bäume werden zu ihren Gefährten. Sie holt sich die beinern wirkenden Äste sogar ins Haus. Sie hat immer gesagt, dass sie Bäume den Menschen vorziehen würde. Wenn Menschen wie Bäume wären, würde sie sie eher mögen. Ich glaube, das kommt daher, dass sie sich wirklich total ihrer Kunst hingab. Sie hasste Smalltalk, war sehr direkt und auch sehr tiefgründig. Und viele Menschen sind das nicht.
Sie glaubte, dass der Umgang mit beseelten Formen, eben Bäumen, einfacher wäre als der mit Menschen. Als Georgia O'Keeffe in New Mexico ankommt, gibt es kein Wasser, keinen Strom und keine Telefonverbindung. Die Straße ist aus Lehm, zum Einkaufen muss sie 40 Kilometer weit fahren. O'Keeffe hat schon in den 20er Jahren ihren Führerschein gemacht, um unabhängig zu sein. Der Blick auf die Straße vor ihrem Haus in Abiquiú, der Weg, der sie mit der Außenwelt verbindet, inspiriert sie zu mehreren Bildern. Schon früh hat sie eine Schwäche für schöne Fahrzeuge. Im Sommer mietet sie oft ein Pferd zum Ausreiten. Später leistet sie sich zwei solide Autos. Sie hatte eine Mercedes-Benz-Limousine von 1973. Das Auto war weiß und innen mit blauem Leder ausgestattet. Ich fuhr sie darin zum Arzt oder zu Freunden. Einmal chauffierte ich sie zum Künstler Al Calder und es war fast schon zu spät für das Mittagessen. Und sie sagte mir, gib Gas, wir müssen uns beeilen. Und ich fuhr daraufhin wirklich schnell, etwa 100 Meilen in der Stunde. Und sie saß hinten auf dem Rücksitz. Sie kam gerade noch rechtzeitig zum Lunch. Alfred Stieglitz porträtiert sie mit ihrem ersten Ford. In den 30er Jahren funktioniert sie ihr Auto um in ein mobiles Malstudio, mit dem sie auch an entlegene Motive fahren kann. Um zum White Place, einer ihrer Lieblingslandschaften, zu kommen, muss sie mit dem Auto durch ein gefährliches, ausgetrocknetes Bachbett fahren. Manchmal kampiert sie in einem Zelt oder in ihrem Wagen, um die bizarren Felsformationen im richtigen Licht oder bisweilen auch bewusst im Schatten erleben zu können. Die grandiosen Landschaften des immer noch wild wirkenden Westens, in denen berühmte Hollywood-Filme gedreht wurden, genießt die Malerin noch in unvorstellbarer Einsamkeit. Auch wenn sie reale Vorlagen hat, malt O'Keeffe nicht realitätsgetreu. Sie nimmt sich alle Freiheiten. Auch die Größenverhältnisse betreffend. So kann aus einem in Wirklichkeit kleinen Stein auf ihrem Bild ein Felsbrocken werden. Sie interessierte sich für geometrische und für organische Formen. Geometrische entwickelte sie aus architektonischen Motiven und organische fand sie in der Natur. Deshalb hat sie so unglaubliche Sammlungen von Knochen, Muscheln und Steinen angelegt. Sie hat sie wirklich geliebt und genossen. Sie bereiteten ihr große Freude, vielleicht mehr als die Menschen.
Zu O'Keefes unverwechselbarem Kosmos gehört ein Berg, den sie mehr als 20 Mal abbildete, der Pedernal. Wenn ich ihn nur oft genug male, wird Gott ihn mir vielleicht einmal schenken, hoffte sie. Von der Ghost Ranch aus empfindet sie ihn so nah, als ob er in ihrem Vorgarten stehe. Eines Tages klopft ein junger Bildhauer an ihre Tür, der Arbeit sucht. Sie stellt den 40 Jahre jüngeren Juan Hamilton ein, der ihr Assistent, später enger Freund und Erbe wird. Hamilton ermuntert sie, als Künstlerin weiterzumachen, obwohl sie am langsamen Verlust ihrer Sehkraft leidet. Zusammen mit Agapita Lopez ist er in den letzten Jahren ihr wichtiger Partner. Sie hat ihn umgekehrt auch zu seiner Arbeit als Künstler ermutigt. Sie unterstützten sich gegenseitig. O'Keefe liebt den Blick aus dem Flugzeugfenster. Er scheint wie der Blick eines erstaunten Kindes. Ihre sehr vereinfachten Wolkenformationen, später auch nahezu monochrome Himmelsbilder, suggerieren ein Streben nach Grenzenlosigkeit. Für die Amerikaner ist sie wirklich so etwas wie ein Symbol für alles, was amerikanisch sein ausmacht. Und ich denke, es war auch kein Zufall, dass in diesem Kinderbuch von Barack Obama für seine beiden Töchter, wo 20 vorbildliche oder beispielhafte Amerikaner genannt werden, neben dem Indianerhäuptling Sitting Bull und Armstrong, dem ersten Mann auf dem Mond, Georgia O'Keefe als einzige Künstlerin vertreten ist. Also das ist schon etwas, was sehr, sehr symptomatisch ist für diese Stellung, die sie in den Vereinigten Staaten hat. Das ist etwas, was wir vergleichbar in dieser Form, denke ich, weder in Deutschland noch in ganz Europa haben, dass man sich mit einem Künstler auf eine solche Art und Weise identifiziert. She's trendy at the moment. Sie liegt im Trend, aber ich schätze sie für anderes. Als sehr ausdrucksvolle Künstlerin strahlt sie etwas ursprünglich Amerikanisches aus. Wer heute das Glück hat, sich ihrem Werk auf O'Keefes eigenem Terrain zu nähern, kann eine schöne Überraschung im Patio ihres Abiquiu-Hauses erleben. Hier steht etwas für sie Ungewöhnliches. Eine abstrakte Bronzestatue, die sie noch 1982 entwarf. Ihre letzte Arbeit. Vielleicht wollte sie etwas, das in den Himmel weist. Ich kann mir vorstellen, dass ich eine viel bessere Künstlerin hätte sein können. Und niemandem wäre das aufgefallen. Es war ein Zufall, dass die Dinge, die ich gemacht habe, mit meiner Zeit zu tun hatten, sodass die Leute sie gemocht haben. Georgia O'Keefe stirbt mit 98 Jahren. Ihre Asche wird über dem geliebten Pedernal verstreut.